This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video wollte ich heute mal sehr konkret darauf eingehen, wie du es schaffst, glücklich zu werden und aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Viele schreiben mir immer wieder, sie sind so unerfüllt in ihrem Job und wie komme ich dahin, dass ich nur noch mache, was ich liebe und das Ganze. Ja. Und da wollte ich heute mal konkret drauf eingehen. Ich denke, ein großer Fehler ist da schon mal, immer sich was anderes zu wünschen einmal, beziehungsweise zu denken, man muss sich was Neues erschaffen, komplett, gleich von jetzt auf gleich. Und dann ist man glücklich. Viele wollen dann direkt ihren Job kündigen, wollen reisen oder was weiß ich. Wie mache ich das? Und dann am besten von heute auf morgen. Erstmal von heute auf morgen geht es nur in den allerseltensten Fällen. So. Und dann geht es gar nicht darum, unbedingt erstmal was anderes zu machen. Es ist zwar so, tu was du liebst, halte ich für ein gutes Motto, aber genauso wichtig halte ich, lieb was du tust, das halte ich für genauso wichtig. Lieb was du tust und tu was du liebst. Die Umstände, die mögen manchmal vielleicht nicht beeinflussbar sein. Was liegt an dir, wie du die Welt wahrnimmst? Der eine ist unglücklich, weil er Frauen und Kinder hat und so gebunden ist. Der andere ist unglücklich, weil er alleine ist und keinen hat. Es ist wirklich, die Umstände sind völlig egal. Glücklich kannst du werden, egal was du machst. Du kannst unter allen Umständen glücklich werden. Ja. So, und jetzt die konkreten Schritte. Also, wenn du aus deinem Job rauskommen möchtest, wenn du einfach glücklicher und erfüllter werden möchtest, aus diesem Hamsterrad von Geld verdienen rauskommen möchtest, nur arbeiten für Geld, dann ist der erste und wichtigste Punkt meiner Meinung nach, dir Zeit zu verschaffen. Nicht deinen Job völlig kündigen, sondern vielleicht einfach mal schauen, Halbtagsjob zu machen. Nicht mehr einen ganzen Tag zu arbeiten. Reduzier deine Arbeit auf das Minimum. Und überleg mal, was du wirklich brauchst. Die wenigsten Dinge brauchen wir wirklich, die wir haben. Reduzier dich mal auf das, was du wirklich brauchst. In erster Linie ist es Essen und ein Dach über dem Kopf. Und den Rest lass mal beiseite. Schau erstmal, dass du dir Zeit verschaffst. Also wie gesagt, reduziere deine Arbeitszeiten so gut wie es geht. Oder such dir vielleicht einfach einen anderen Job, wo du halbtags arbeiten kannst, wenn das in deinem Job gerade auf deiner Arbeitsstelle nicht möglich ist. Schau, dass du weniger arbeitest, damit du mehr Zeit für dich hast. Das ist der allerwichtigste Punkt. Jeder ist nur hektisch am Machen und sobald man das eine geschafft hat, kommt das nächste. Das gilt es erstmal abzulegen und dir Zeit zu schaffen. Von diesem Glauben loszulassen. Erst wenn du Zeit hast, dann kannst du was ändern. Anders bist du einfach nur in diesem Hamsterrad drin, denkst, du musst dies und jenes machen, dann kaufst du dir dafür wieder ein Auto und kaufst dir dann wieder die nächsten Sachen und hast da dann wieder Verschuldungen, weil du dir jetzt einen Kredit fürs Haus aufgenommen hast. Verschaff dir erstmal Zeit. Und Ruhe. So, wenn du diese Zeit und Ruhe hast, es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, Rewolfing heißt es, glaube ich, ist ein Netzwerk von Farmern, Organic Farmern, die auf der ganzen Welt kannst du arbeiten, kannst besuchen, kannst auch als Veganer hingehen, da findest du auch was, auch als Rohköstler und kannst da Früchte essen, kannst dafür, wenn du ein bisschen arbeitest, einfach nur da umsonst wohnen. Und dadurch hast du auch schon Zeit eben. Also es ist auch möglich, einfach nur in der Natur zu sein, Ruhe zu haben. Genau. Und das ist
der wichtigste Punkt. Also wenn der nicht stimmt, wenn du keine Zeit und Ruhe hast, dann kannst du nicht glücklich und erfüllt werden. Dann kannst du nicht aus diesem Hamsterrad, auch wenn es nur in deinem Kopf ist, rauskommen. Du kannst dir auch Zeit verschaffen, indem du keine Medien mehr konsumierst. Es bringt nichts, sich was anzuschauen. Es bringt nichts, wenn du weißt, dass irgendwo in Afghanistan 5 Menschen gestorben sind. So hart es jetzt klingen mag für manche, das bringt dir nichts. Was bringt dir das? Ändert es irgendwas an deinem Handeln jetzt? Nein, meist blockiert es dich nur. Es bringt dir nichts weiter, außer dass es dich lähmt. Schau, dass du verändern kannst, was du verändern kannst eben. Und das machst. Also reduziere Medien, hör kein Radio, Fernsehen und so weiter, ist unnötig. So. Das Wichtige bekommst du schon mit, das erzählt dir dann irgendjemand. So. Dann, der zweite Punkt ist, positive Muster zu schaffen. Jetzt, wenn du diese Zeit hast, dann geht es nicht darum, wieder darin zu verfallen, irgendwie nebenbei dir noch was super Tolles aufzubauen. Das macht dich nicht glücklich. Schau erstmal, dass du dich um dich kümmerst. Schaff dir positive Muster. Schaff dir eine Morgenroutine, mach Frühstücksfasten zum Beispiel und meditiere mehr. Lass deinen Alltag zur Meditation werden. Mach Gehmeditation, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Sitzmeditation, all die Dinge. Komm mehr in den Moment rein. Schaff dir positive Muster. So, also wenn du jetzt dir als erstes Zeit geschaffen hast, dann kannst du in dieser freien Zeit dir positive Muster verschaffen. Und immer mehr in den Moment kommen, immer achtsamer werden. Die Bücher von Thich Nhat Hanh finde ich dazu super schön. So. Also die haben mir so weitergeholfen, auch während ich im Ingenieurbüro gearbeitet habe, habe ich immer früh vor der Arbeit erstmal in den Büchern gelesen und dann komme ich erstmal runter, da komme ich in den Moment. Ich pflanze ein Lächeln, das finde ich zum Beispiel ja sehr gut, kann ich jedem empfehlen, das Buch so. Und wenn du es eben schaffst, zur Ruhe zu kommen, jetzt, und positive Muster zu schaffen, die nährst du jetzt über mehrere Wochen, Monate, Jahre, dann werden die immer stabil, diese Muster. Es ist wie in ein Fundament zu setzen. Wenn du ein riesen Wurzelwerk geschaffen hast, da kann jemand kommen mit der Sense und kann dir mal ein paar Äste wegschlagen. Das treibt immer wieder neu aus. Wenn du verwurzelt bist, wenn du gefestigt bist in diesen positiven Mustern, weil du die jeden Tag praktizierst, dann bringt dich so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Dann kann ein Wind kommen, du bist stark verwurzelt im Boden. Du hast deine positiven Muster gefestigt, jeden Tag. Und es wird jeden Tag besser. Du musst gar nicht viel machen. Es ist nur das Wichtige, dass du es jeden Tag tust. Dauerhaft. So. So eine gewisse Kontinuität ist da einfach ja, vonnöten. Genau. Und gleichzeitig eben diese alten Muster nicht mehr nähren. Wie ich schon angesprochen habe, mit Medienkonsum. Und all diesen Dingen. Keine frische Luft. Negative Menschen, negatives Umfeld, das alles ändern. Diese negativen Muster nicht mehr nähern. Sich nicht ständig irgendwelches Gejammer anzuhören. Nicht mehr auf sein eigenes Gejammer eingehen. Einfach sich überlegen, warum jammer ich eigentlich? Warum ändere ich es nicht, bevor ich über was jammer? Entweder ändere ich was, aber ich jammer nicht drüber. Sich über was aufregen, bringt nichts. Man macht das, was man ändern kann. Dahin kommt man dann. So. Also das war der zweite wichtige Punkt, positive Muster schaffen. Erstens Ruhe, Zeit verschaffen und zweitens positive Muster schaffen. Durch Meditation, Bewegung, Sport, frische Luft, Ernährung. Okay, und dann der dritte wichtige Punkt ist, sich selbst kennenlernen. Und erst dann, wenn du dich selbst kennenlernst, kannst du was Neues schaffen. Wenn du dich nicht selbst kennenlernst, wenn du nicht selbst weißt, was du machen möchtest, was dich wirklich erfüllt, tief in deinem Herzen, dann rennst du am Anfang nur irgendeiner fixen Idee nach.
Das ist nicht dauerhaft. Wie viele, wie so ein Fähnchen im Wind. So, dann kommt das eine, der eine Hype und dann meint man, man rennt dem hinterher und dann kommt das nächste und man rennt dem hinterher. Und das ist nichts Dauerhaftes, das ist nichts Wahrhaftiges. Wie gesagt, viele wollen sich dann nebenbei schnell was aufbauen, um Geld zu verdienen. Das funktioniert nicht, wenn du dich nicht selbst erst kennengelernt hast, wenn das nicht genau das ist, was dich erfüllt. So. Und mir hat damals zum Beispiel von Rüdiger Dahlke das Buch Das Schattenprinzip unglaublich weitergeholfen. Ich habe mir einfach alles aufgeschrieben. Alles aufgeschrieben, was mich stört, was ich machen möchte, was ich als Kind gern gemacht habe. Ich habe wirklich mal geschaut, so, was habe ich als Kind gern gemacht? So. Überleg dir zum Beispiel mal, was hättest du gern gemacht, wenn du alle Zeit der Welt hast, alles Geld der Welt, was würdest du jeden Tag einfach tun? Jetzt nicht diese Dinge eben, die du einfach nur mal machen würdest, eine Zeit lang, so wie dir ein Ferrari kaufen, Bungee-Jumping machen, das würdest du vielleicht einmal machen, weil du sonst nie das Geld dazu hattest und ist vielleicht einmal toll, aber was würdest du darauf bestehen, jeden Tag zu tun? Lern dich selber kennen. Schau dir jeden Bereich an von dir. Wie bist du? Mach Meditationen, wo du einfach dich selbst reflektierst. Oder eben dieses Buch, das Schattenprinzip. Arbeit so ein Buch durch, so ein Selbstreflexionsbuch. Weiß nicht, wie man das nennen soll. Lern dich selbst kennen. Schau dir deine Ängste an und deine Wünsche. Frag dich wirklich mal, was du möchtest, was du nicht möchtest. Was wäre das Schlimmste, was die Leute über dich sagen können? Stell dir mal solche Fragen. Was wäre das Schönste, was die Leute über dir sagen können? Werd dir dem einfach mal bewusst. Allein sich selbst besser kennenzulernen, ja. Das ist eben der dritte Schritt. Dann kannst du langsam rausfinden, was das Richtige ist. Und wenn du dann diese Dinge tust, ich habe zum Beispiel dann einfach, ich bin in den Skatepark gegangen, weil das einfach das war, was ich geliebt habe. So. Und habe im Skatepark dann zwei Kerle kennengelernt. So. Mit denen ein bisschen gequatscht, bin mit denen ein bisschen geskatet. Und irgendwann haben sie gemeint, so hey, die geben da auch an Schulen und so weiter, bei Ferienprogrammen, Inliner-Workshops für Kinder meistens. Und haben gefragt, ob ich da halt auch Bock drauf habe. Und so bin ich dann dazu gekommen, Inliner-Workshops zu geben, so. Indem ich einfach nur gemacht habe, was ich lieb, so. Ich hätte nie daran gedacht, dass man mit Inliner-Fahren überhaupt Geld verdienen kann. Also das ist nicht so wie beim Skateboarden oder bei Fußball, dass du da irgendwie sofort mit Geld verdienen kannst, wenn du irgendwie ein Profi bist. Selbst wenn du der Beste der Welt bist, kannst du damit noch kein Geld verdienen. Da kannst du vielleicht gerade so über die Runden kommen. Allerhöchstens so, da gibt es nicht großartig Preisgelder, die sind da ja auch sehr niedrig bei irgendwelchen Contests. So. Und so kam ich dann zu diesem Job trotzdem. Ich wusste nicht wie, ich habe einfach nur getan, was mich erfüllt hat. So. Und das kannst du dann eben tun in der Zeit, ja, wo du zur Ruhe gekommen bist. Wenn du dich selbst mehr kennengelernt hast, dann tust du auch mehr die Dinge, die dich wirklich erfüllen. Und dann ergeben sich Dinge so aus dem Nichts. Du lernst irgendwo jemanden kennen, du gehst auf irgendeine Buchvorstellung, weil du dich für Schreiben interessierst und dann unterhältst du dich einfach mit irgendeinem Autor und du hast schon immer mal irgendwie ein Skript von einem Buch geschrieben und dann liest er das plötzlich gegen und findet es super toll. Und so ergeben sich dann Dinge aus dem Nichts, so wo man sich nie erhofft hätte. Weil du einfach dann das tust, ja, was dich wirklich erfüllt, was dein Weg ist. Genau. Also das ist der dritte Schritt. Lern dich kennen. Lern dich kennen. Genau. Ja, das waren mal so die drei wichtigsten Tipps, wenn du raus aus dem Hamsterrad willst. Zuerst Zeit verschaffen, zur Ruhe kommen, dann positive Muster schaffen und dann dich selber kennenlernen. Dir deine Ängste, deine Hoffnungen, deine Wünsche, alles anschauen und immer mehr tun, was dich dann erfüllt. Genau. Ja, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Und der ein oder andere integriert es und macht den Schritt. Traut euch, das lohnt sich so.
Das Leben wird danach so viel erfüllt. Genau. Ansonsten war's das. Macht's gut, Leute. Ciao.